Okay, da können wir einen Abstecher zum Außenposten von Sommerfeuer machen. Inventar aufräumen. Das hat's nötig. So, Außenposten von Summer. Hier ist ein Laden. Gesamten Schrott verkaufen. Ja. So, jetzt die Kisten hier mal runter. Ja, da blinken ein paar Pfeile. Das Spiel möchte, dass ich die zwei Sachen hier anlege. Ich bleibe bei den Nahrungssachen. Versuche ich das hier noch aufzuwerten. Und wir sind wieder bei die mit dem Deutsch. Ups. Und die Handschuhe sind auch auf Pennen. Nein, mit dem brauchen wir nicht zu reden, das ist nur mein Wegpunkt gewesen. Einmal das wieder essen. Ich habe die Vermutung, dass ich die Kiste schneller zum Stufenaufstieg gleich benutzen kann. Wie war das nochmal mit der Ausrüstung? Also normalerweise glaube ich, die konnte man erst ausrüsten, wenn man die Media-Quests beendet hat. Das
Das Menü wird angezeigt, wenn im Inventar Pen Naro-Ausrüstung liegt. Im Inventar. Ich glaube, es wird noch nicht angezeigt. Habe ich so als Vermutung. Ruine. Schauen wir mal, ob uns irgendwas verfolgt. Nein? Okay. Oskald's back is connected to their survival. Elric's shrine has gone completely corrupt. Cultists are insane. Be careful, adventurer. Diese Wegfindung. So, jetzt. Bossborn-Melodie läuft auch noch im Hintergrund. Langsam kommen wir auf dem Level 55 näher. Hut!
komme hier gerade nicht weg. Darunter. Weiter hoch. Hier rein. Da rein. Etage tiefer. Bestimmt. Nein. Hier in irgendeinem von den Regalen? Das war Wissen. Das war nochmal Wissen. Eine alte, aber gut erhaltene Schriftrolle. Noch mehr Wissen. Und Questziel erreicht. Jetzt schaue ich aber direkt noch nach, ob hier noch mehr Bücher sind, wo man was lernen kann. Gleich habe ich einen Haufen an Energie verwendet. Xaka und Boiz. So. Und dann weiter. Manchmal ist die Kameraführung echt gut. Kampftalentpunkte erhalten. Vorhin. Könnte ich auch noch mal gucken, wo wir die ganzen Talentpunkte hier reinstecken können, ne? Sollte ja wieder ein paar Passive haben.
Enter und linke Maustaste. Das können wir mal lernen. Das nehme ich auch mal mit. Probiere ich mal so aus. Eigentlich könnte ich auch mehr mit der Schnellauswahl arbeiten, also die Tasten 1 bis 9 bzw. 1 bis 0. Haben wir zumindest schon mal 50% Fortschritt aufs nächste Level. So langsam werden die Abstände zum Erreichen der nächsten Levelstufe auch um einiges größer. Oder zumindest bekommt man im Verhältnis zu der benötigten EP nicht mehr so viel wie vorher. Ich könnte natürlich auch die Kiste schneller zum Stufenaufstieg verwenden, ne? Aber ich weiß nicht, ob das jetzt gerade noch was bringt, wo wir wieder zum nächsten NPC laufen. Vielleicht bei der nächsten größeren Gruppe, die wir machen müssen. Cultists are insane. Okay, 50 von denen müssen wir jetzt, also einmal die Kiste schneller zum Stufenaufstieg. Das trinke ich direkt wieder weg. Und dann sollte das eigentlich jetzt bis Stufe... ...55 reichen. Hoffe ich zumindest. Geht's hier hoch. Oben waren ein paar mehr davon, auch wenn es genauso lange dauert, bis dass wir die klein bekommen.